In dieser 9. Ausgabe der Dülmener Geschichten haben wir 3 Filme herausgesucht, die hoffentlich viel Interesse finden. So geht es um das Jubiläum 888 Jahre Haus Dülmen im Jahr 2003, Dülmen à la carte im Jahr 2008 und das Osterhasseln in Buldern aus dem Jahr 2014. Das Jubiläum 888 Jahre Haus Dülmen lockte im Jahr 2003 viele Besucher an. Im Mittelpunkt der Festivitäten standen unter anderem der Löschzug Haus Dülmen sowie der Sportverein Grün-Weiß Haus Dülmen. Aus Anlass des 888-jährigen Bestehens von Haus Dülmen und des Jubiläums des Sportvereins Grün-Weiß Haus Dülmen formierte sich ein langer Festzug. An der Spitze des Zuges marschierte der Fanfarenzug Buldern. Die Freiwillige Feuerwehr Haus Dülmen folgte mit einer Abordnung. Mit einer alten Spritze, eine Leihgabe der Feuerwehr Lavesum, demonstrierten sie das Feuerlöschen in früherer Zeit. Auch die Kinder hatten viel Spaß. Ob auf einem Wagen oder zu Fuß, alle kamen auf ihre Kosten. Auf einem weiteren Wagen präsentierte sich ein Indianerstamm. Auch Inline-Skater waren im Festzug vertreten. Vom Sportverein Grün-Weiß Haus Dülmen nahmen eine große Anzahl von Sportlern am Festzug teil. Ehrenmal auf dem Burgplatz fand eine Kranzniederlegung statt. Anhand alter Fotos auf verschiedenen Wänden konnten sich Paul Bürger und Zugezogene frühere Ansichten des Ortsteils Haus Dülmen ansehen. Bei der Veranstaltung Dülmen à la carte im Bendix-Park kamen 2008 erneut die Feinschmecker auf ihre Kosten. 6 verschiedene Restaurants boten in Kochzelten kulinarische Leckerbissen an. Dazu gab es Musik von verschiedenen Bands. Riesengarnelen auf Ingwer-Lauchbett mit Schoko-Balsamico-Soße sind einer der Renner beim kulinarischen Wochenende. Angela Borgmann vom Restaurant Große Teichsmühle ist überrascht, dass ihre Vorspeise so gut ankommt. Also wir haben uns entschieden für ein Siegermenü. Das hat unser Mädchen im Wettbewerb gewonnen. Die Riesengarnelen sind schon der Renner. Das ist etwas Außergewöhnliches und anscheinend spricht sich das rum. Heidelore Lau versucht die neue Vorspeise. Sie bleibt nicht die Einzige, die Riesengarnelen probiert.
mit der Schokoladensoße ein bisschen was Neues, also aber mit dem Ingwer, also fand ich sehr pikant. Es war sehr lecker und als Hauptgericht die Schweineländchen mit Backpflaumen gefüllt und Rosmarinkartoffel hat sehr gut geschmeckt. Es hätte nur alles etwas wärmer sein können, aber bei dem Wetter. Das Restaurant Steverburg aus Nottuln ist zum zweiten Mal in Dülmen dabei. Im letzten Jahr machte das Restaurant sehr gute Erfahrungen mit dieser Veranstaltung. Wir haben uns heute hier mit eingebracht, um halt auch die Steverburg in der Umgebung ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben einmal das Wildragout mit nordischen Waldpilzen, Spätzle dabei, eine leckere Wilhelmsbirne dazu. Dann haben wir als kleineres Gericht, was so ein bisschen pikanter ist, ist so eine Flusskrebs-Pastete mit einer Hummerschaumsoße. Das Menü mit Flusskrebsschwänzen ist der Geheimtipp für manchen Feinschmecker. Flusskrebsschwänzchen, was das Besondere daran ist? Ja, der Geschmack. Das ist was Außergewöhnliches. Flusskrebsschwänze habe ich gegessen. Hervorragend. Kann ich nur empfehlen. Eine wunderbare Vorspeise. Wir werden mal schauen, was wir sonst noch heute Abend zu essen finden. Aber auch der Wein ist hier sehr zu empfehlen. Erstmals mit dabei das mehrfach ausgezeichnete Restaurant Moccador aus Münster. Kenner italienischer Küche konnten zwischen Penne mit Garnelen oder Tortellini Butter Salvia wählen. Der Mehrfelder Hof wagte sich auf Neuland und präsentierte ein Gericht aus der Molekularküche, die vielfach Schäume und Gelees aus Gemüse verwendet. Als Vorspeise bieten wir unseren Gästen einen kleinen Auszug aus unserer Molekularküche. Basilikum Blenis mit Creme Fraiche und Keterkaviar. Das Besondere an unseren Blenis ist, dass sie als einzigste momentan in Dülmen angeboten werden und dass es in der Gegend die Molekularküche noch nicht so weit verbreitet ist. Auch wenn die meisten Besucher das konservative Gericht aus der mediterranen Küche bevorzugten, die Vorspeise aus der Molekularküche ließen sich einige Besucher nicht entgehen. Schmeckt wunderbar, aber ich komme nicht weiter. Was ist denn das Problem? Die Gabel ist das Problem. Das Messer ist okay, aber die Gabel ist daneben. Nicht nur kulinarisch wurden die Gäste verwöhnt. Ein musikalisches Rahmenprogramm sorgte für Unterhaltung beim Essen. Die Mischung aus Kultur und Küche kam bei den Besuchern an. Die Veranstaltung hier finde ich eigentlich ziemlich schön. Wenn das Wetter besser wäre, wäre es vielleicht noch schöner, würde wahrscheinlich auch besser besucht werden. Also ich kann nur sagen, weiter so. Die Stadt kann ich nur ermuntern. Das Wetter kann man nun mal nicht machen, Gott sei Dank. Aber solange es trocken bleibt, ist das doch in Ordnung. Auch wenn das Wetter stellenweise nicht mitspielte, die Restaurants und Besucher ließen sich davon nicht beeindrucken. Im nächsten Jahr wollen sie wieder mit dabei sein. In gut 2 Monaten ist es wieder soweit, dann feiern wir das Osterfest. In Buldern treten dann verschiedene Jugendgruppen zum traditionellen Osterhasseln an. Wir waren im Jahr 2014 mit der Kamera dabei. Ein altgermanischer Brauch wurde jetzt in Buldern wieder lebendig. Die Junggesellen aus dem Ort versammelten sich zum traditionellen Osterhassel. Seit wann der Hassel durch den Ort rollt, ist nicht genau überliefert. Die Scheibe Sinnbild der Sonne. Und deswegen wird im Frühjahr, wir haben ja jetzt noch das Frühjahr, das sogenannte Osterhassel durchgeführt. Und hier in Buldern ist es so, es ist eine 100-jährige Tradition. Es gibt natürlich gewisse Leute, die sich zurückerinnern an die Zeit, wo es erstmalig ausgeführt wurde auf der Weseler Straße. Das ist die frühere Bundesstraße, die B51. Und dort wurde früher noch mit Frack und Zylinder das Osterhasseln ausgetragen. Heute ist es schon ein bisschen lustiger geworden und vielleicht auch noch mal ein bisschen gefährlicher. Die Spiegel sehen so aus, dass wir hier auf der Straße Felder abstecken, dass die Spieler sich 10 Meter gegenüberstehen und die Hassel muss dann durch die Reihen geworfen werden und geht dann anschließend einmal in Richtung Hiddingsel, das ist der Ortsteil, der andere Ortsteil von Buldern, und einmal in Richtung Buxtrup, das ist eine Bauerschaft hier im Norden. Und dort schaut es aus, dass die Hassel, die am weitesten über die Mittellinie gegangen ist, den Sieger erklärt. Das Spiel mit dem Hassel ist nicht ungefährlich. Angemessener Körperschutz ist erforderlich, um die aufprallende Holzscheibe abzublocken. Trotzdem kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Verletzungen. Ja, letztes Jahr zum Beispiel habe ich die Hasselscheibe vom Kopf gekriegt. Da lag ich dann
Drei Tage im Krankenhaus. Aber normalerweise geht's eigentlich immer, ne? Es spielt Team West gegen Team Ost. Die Erwartungen sind groß. Eine Stunde lang müssen die Mannschaften versuchen, den Hassel weit in die gegnerische Hälfte zu werfen. Dabei geht es nicht immer zimperlich zu. Für die Zuschauer eine Gaudi. Ich komme, wohne in Welte, aber komme vorher aus dem Ruhrgebiet. Das war was ganz Neues für mich. Ich finde das sehr interessant. Das Osterhassel gefällt mir sehr gut. Ja, passt schon. Vor allen Dingen bei dem Wetter heute wohl. Welchen Team drücken Sie den Daumen? Natürlich dem Osten. Das Spiel ist entschieden. Das Team Ost gewinnt den Hasselpokal. Nein, das Team bekommt von mir dann einen Pokal und eine Flasche Sekt und die können dann feiern. Und den Pokal gibt es jedes Jahr wieder neu. Sektdusche für Team Ost. Ein Jahr lang bleibt der Pokal jetzt bei der siegreichen Mannschaft. Bis zum Osterfest 2015.